herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Falls ihr Fragen habt zu den Zapatistas und ihr uns seht, sprecht uns gern an. Genau, die laufen hier mit auf der Demo. Gegen das kapitalistische System organisieren und eine gute, freie und gerechte Welt für alle aufbauen. Dieser Austausch ist eine unglaubliche Chance, denn ohne die Perspektive der schwarzen, indigenen, unterdrückten Communities auf dieser Erde werden wir niemals ausbrechen können aus dem kolonialen und neoliberalen Denken, das auf Trennung und Herrschaft ist. Erst letzte Woche wurde von zwei staatlich gestützten Paramilitärs zwei ihrer Kompanie entführt. Dank der internationalen Solidarität konnte sie befreit werden. Ein weiterer, Domingo Santis Jimenez, wurde erschossen. Er kann nicht mehr zurückgeholt werden. Zapatistas rufen daher ebenfalls heute zu weltweiten Aktionen auf, um den Krieg, der gegen sie geführt wird, anzufangen. Die mexikanische Regierung, namentlich der angeblich linke Präsident Andrés Manuel López Obrador und der Gouverneur von Chiapas, Rutilio Escandón, lassen Paramilitärs und Drogenbanden für sich morden, foltern und entführen. Wir nehmen das nicht hin. Wir stehen vereint gegen die Regierungen der Welt, die die indigenen Gemeinschaften bekriegen und das Ökosystem Erde vernichten. Denn das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Tag nutzen, um wirklich den weltweiten Widerstand zu beben. Verbünden wir uns mit ihnen, hören wir ihnen zu und treten wir endlich in den Austausch, um unsere Perspektiven auf die Welt zusammenzulegen. Vereinen wir unsere Kämpfe, indem wir die Forderungen der Zapatistas an ihrem Aktionstag gegen den Krieg auch zu uns liegen machen, an unserem globalen Klimastreiktag. Lasst uns hier und jetzt den Zapatistas eine Botschaft unserer Solidarität schicken, indem wir sagen, ihr seid nicht allein, ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht allein. Okay, und vielen Dank. Und jetzt nochmal auf Spanisch, damit die Kompas auch verstehen, was wir sagen. No están solos! 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 Vielen Dank. Beteiligt euch am dezentralen Aktionstag gegen den Tren Maya am 30.10. Nein zum weltweiten Ökozid, nein zum Tren Maya, nein zum Krieg gegen die zapatistischen Gemeinden und ja zum Leben. Dankeschön. Schön, dass ihr heute hier sein könnt. Ganz herzlich willkommen. Super schön, dass ihr heute mit uns hier demonstriert. Wir haben es jetzt für den ersten Block mit Redebeiträgen geschafft. Wir gehen jetzt auf die Demo. Ich würde einmal kurz ein bisschen erzählen, was so ein bisschen die Route ist, was so ein bisschen der Plan ist, damit ihr ein bisschen orientiert seid.